So, die Tierfrau Schale von Eisenhaut reißen lassen, da tötet im Schatten kann spielen mit geschmähtem Inneren. Yep, yep. Gute Jagd. Went to prowl length of old walls during dark of nightfall. Killed many Bane, but could not kill all. Bane are strong, tough hunt even for beast women. Had to run, run, flee. Schlich während dunkel der Nacht Altbau entlang, tötete viele Geister, aber konnte nicht alle töten. Geister sind stark, zähe Jagd, selbst für Tierfrauen musste rennen, flüchten. Okay, vergiss es fürs Erste. Ich setze mal jetzt kurz meinen Dialog mit Lyra fort. Service, wie steht zu Diensten, Schicksalsbringer? Chor hatte ich schon. Was hältst du von den Geschmähten? Ein Haufen verzogener Kinder, die sich so in ihre wahnhafte Vorstellung von Ehre hineinsteigern, dass sie sich vermutlich an ihren eigenen hohen Standards aufhängen werden. Ich wünsche, sie wären im Nordreich geblieben, wo sie hingehören. Dann könnten wir in den Stufen wirklich vorankommen. Was hältst du von Graven Ash? Ich habe genug von diesem edelsgesinnten Prahlhans gesehen, um zu wissen, dass er nichts als Pflicht kennt. Er ist nichts als eine charismatische, breitschulterige Vogelscheuche. Er nennt sich selbst Archon des Krieges, doch hält er seinen Truppen zurück und wartet darauf, dass sich aus heiterem Himmel eine bessere Strategie zeigt. Man könnte meinen, er hätte Angst vor dem Kampf. Hüte deine Zunge, ich lasse nicht zu, dass du so über den Archon sprichst. Ein Knurren grollt durch Beriks Rüstung, begleitet von dem Geräusch sich verbiegenden Metalls. Habe ich überhaupt mit dir gesprochen, Blechkübel? Und nein, das werde ich nicht tun. Man sollte meinen, dass jemand Ashes Umhang an sich reißt, der seiner würdig ist. Doch die Geschmähten pflegen seinen Personalkult, in dessen Mittelpunkt ihr Großgeneral steht. In ihren Augen ist er unfehlbar. Was ist mit Ashes Verbindung zu seinen Truppen? Graven Ash beschützt, seine Soldaten reißen auf diesen Worten herum, als würden sie etwas bedeuten. Ich will nicht leugnen, dass die Geschmähten auf dem Schlachtfeld ein paar Hiebe mehr einstecken können, aber das ist lediglich ein Zeichen ihrer Dickköpfigkeit. Wenn überhaupt, dann ist es nur wahr, weil seine Soldaten so viel Vertrauen in ihn setzen. Die Macht der Suggestion hat schon seltsamere Dinge ermöglicht. Seltsamer als Schlachtfeldwunden zu heilen, wohl kaum. Wie du weißt, ich wollte es nur erwähnen und ich sehe dich keine andere schlüssige Erklärung dafür liefern, wie ein Soldat sich von einer tödlichen Wunde plötzlich erholen kann. Und wer sollte deiner Meinung nach Ashs Platz einnehmen? Mir wäre es lieber, wenn die Geschmähten es untereinander klären. Graven Ash ist eine alternde Galionsfigur, dabei sollte seine Rolle laufend neu besetzt werden. Der richtige Soldat muss sich ein Herz fassen und den Greis töten. Ihm seinen Krückstock wegdrehen, die Legion daran erinnern, was Stärke ist. Nerats Stimme verändert sich, er ist ein facettenreicher Edelstein und der scharlachrote Chor ist die Reflexion dieser Schönheit. Wenn jemand sich erhebt und die Stimmen niederschlagen könnte, würde jeder einzelne von uns diesem jemand augenblicklich folgen. Du hast wohl einen besseren Plan, wie man mit den Gruppen der Geschmähten umgehen sollte? Natürlich, als erstes würde ich aufhören, die Truppen zu verhätscheln. Schmerz ist eine Lektion, die man so früh wie möglich lernen sollte. Ich würde Einheimische rekrutieren, um die Fronttruppen zu verstärken. Warum sollte man seine Elite für die Vorhut vergeuden? Dann würde ich alle fehlgeleitete Ethik im Nordreich zurücklassen. Sie hilft Kyros Feldzug ohnehin nicht, darauf geschissen. Hervorragend, du wirst sie dem Schalachroten Chor ähnlicher machen. Du wirst sie dann alles nehmen, was sie stark macht. Aus meiner Sicht ist das eine verdammt gute Alternative. Wenn all diese Stärke eine Belagerung nicht beenden konnte, was nutzt sie dann irgendjemandem? Wäre das also so falsch? Der Chor ist für sich selbst verantwortlich, wie die Geschmähten es nicht sind. Unsere Schwachen sterben und die Starken kämpfen, um ihren Rang zu behalten. Die Geschmähten befördern ihre schwindende Blutlinie. Und bestrafen jeden Soldaten, der die Kühnheit besitzt, Zähne zu zeigen. Sie würden es zwar nie zugeben, aber die Geschmähten brauchen den Chor. Er muss ihnen den Weg weisen, hier vom Wegen. Zurück zu meinen Fragen über die Geschmähten. Glaubst du, die Geschmähten haben meine Aussicht auf Erfolg in den Stufen? Ich spreche als eine der Ausnahmen, wenn ich sage, dass das Stufenvolk vor allem aus Waschlappen besteht. Die Bewohner des unbeugsamen Landes wirken zwar recht fähig, doch ich habe meine Zweifel. Sie dürften wohl die größte Herausforderung für die Geschmähten sein.
Selbst wenn sie Erfolg haben sollten, könnte es zu spät sein. Der Chor hat bereits größeren Einfluss auf die Eroberung gehabt, als es die Geschmähten hatten oder vermutlich hier haben werden. Und wie viele tausend Chormänner haben dich deine Siege auf deinem Weg gekostet? Beric räuspert sich das knarrende Geräusch in seinem Helm, halt in seinem Helm wieder. So viele wie nötig waren, Schrotthaufen. Was denkst du über Kampfstrategien? Ihre Phalanxmanöver ist wirklich etwas Besonderes. Eine Formation, die darauf aufgebaut ist, stillzuhalten, sich langsam vorwärts zu bewegen und zu hoffen, dass niemand im Schlamm ausrutscht. Bestenfalls sind die Geschmähten es leid, immer wieder dieselbe Taktik einzusetzen. Schlimmstenfalls weiß der Feind genau, was er von ihnen zu erwarten hat. Scharlachrote Witterin tanzen im Kampf. Wir hören die Musik der Schlachten und organisieren uns zu Kunstwerken des Tötens. Jeder Kampf ist so heiß und leidenschaftlich wie der letzte, ohne jeden Raum für langweilige Routine. Du sprichst von Routine und Disziplin, als wären sie Schwächen. Der Schildwall hält Soldaten am Leben. Chorrekruten fliegen in ihrem Tod wie Motten in eine Kerzenflamme. Mit dem Blut seiner Feinde besudelt zu verbrennen, ist ehrenhafter als der langsame Marsch zu einem würdevollen Ruhestand. Möchtest du lieber den Biss eines Speers spüren, während du den Schädel eines Feindes mit einer Axt spaltest? Oder den kalten Verrater des Herzens, während du alt und allein im Bett liegst? Ich würde Zweiteres bevorzugen. In den schattigen Tiefen seiner Rüstung gibt Beric kein Geräusch von sich. Er scheint nicht einmal zu atmen. Lass mich dich etwas anderes fragen. Was hältst du von jenen, die sich Kyros Autorität widersetzen? Das Stufenvolk kann entweder kämpfen oder sich Kyros Frieden unterwerfen. Und nur eine dieser Optionen weckt mein Interesse. Ich denke, ich respektiere es, wenn sie kämpfend untergehen. Würden sie es nicht tun, müsste ich mir einen anderen Grund suchen, sie zu häuten. Sie müssten alles verstehen, ob wir die Stufen unter einem gemeinsamen Banner vereinen oder auf dem Grund eines Massengrabs, macht für dich, für mich und für Kyros keinen Unterschied. Hast du in bekannten Schlachten gekämpft? Ich habe gegen Kriegsende einige Zeit in Azur verbracht. Tiermenschen haben meine Einheit zerrissen. Wir glaubten, dass sie auf Kerns Befehl handelten, aber wir konnten es nie nachweisen. Lass uns das Thema wechseln. Du hast im Scharlachrotenchor das ein oder andere über das Kämpfen gelernt. Möchtest du dich duellieren? Erzähl mir etwas von dir. I won't. Until then, I plan to take whatever I can from life and have a little fun along the way. Ja, genug Fragen zur Vergangenheit. Duellieren wir uns. That would be an understatement and I thought you'd never ask. Since you're obviously at a huge disadvantage, I'll let you pick our weapon of choice. Das wäre eine Untertreibung. Ich dachte schon, du wirst die fangen. Da du ganz offensichtlich stark im Nachteil bist, überlasse ich dir die Wahl der Waffen. Bögen spielen wir Zielschießen. If you want to risk becoming a pincushion, it's your funeral. But you're right about one thing. This will be fun. Wenn du unbedingt zu einem Nadelkissen werden willst, es ist dein Begräbnis. Aber in einem hast du recht, das wird ein Spaß. Wenn du erhitzt Skill-Ränge in 5 Bögen, ihr schießt nacheinander stumpfe Pfeile und verwendet einander als bewegliche Ziele. Lyra ist eine flinke Läuferin und schlägt die wenigen Geschosse, die in ihre Nähe kommen, einfach aus der Luft. Als sie an der Reihe ist, musst du deine gesamte Energie aufwenden, um mit ihren gnadenlosen Pfeilen Schritt zu halten. Du beobachtest ihre Technik und verinnerst so eine wertvolle Lektion. You held your own. Call me impressed. Need anything else or did I tire you out? Du hast dich gut mitgehalten. Ich bin beeindruckt. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Da habe ich dich ausgelaugt. If you insist, what I won't enjoy. Irgendwo gab es doch eine Möglichkeit, ihr was abzufragen, wofür ich bei ihr genug Ruf brauchte. Genug Fragen der Vergangenheit. Ich will dich etwas zu unseren Reisen fragen. What did you have in mind? Was hältst du von unserer momentanen Lage? Gibt es einen bestimmten Grund, warum du dich entschieden hast, mit mir zu reisen? You're baiting me for a compliment. You're talking to the wrong girl. Wenn du versuchst, mir ein Kompliment zu entlocken, sprichst du mit dem falschen Mädchen. I don't have a gang anymore, and I wouldn't throw in my lot with any of the killers floating around the Scarlet Chorus ranks. The fact of the matter is, you're doing important work, even if you stumble and flail along the way. Ich habe keine Bande mehr und ich würde mich nicht mit den Mördern zusammenschließen, von denen es in den Reihen des Scharlachrotenchors wimmelt. Tatsache ist, dass du wichtige Arbeit leistest, auch wenn du gelegentlich stümperhaft umherstolperst. If that puts me at odds with my Scarlet Chorus ties, so be it.
I'm not such a camp follower that I don't look after my interests first. And I find you interesting. Wenn das zu Konflikten mit meinem Verbündeten zum Scharon Kurt führt, oder ist es eben so? Ich bin nicht so blind loyal, dass ich nicht vor allem auf meine eigenen Interessen achte. Und ich finde dich interessant. You've satisfied your curiosity, so let me satisfy mine. Why are you keeping a little scrap of a thing like me around? Du hast deine Neugier befriedigt. Nun lass mich die meine befriedigen. Warum willst du also ein kleines Ding wie mich als deine Gefährtin haben? Ich betrachte uns als Freunde, du nicht? Oh boy, we're getting into that territory, are we? Look, I know that folks tend to buddy up when they're in a camp together, but I'm not really friend material. Hate to let you down, but that's the long and short of it. Oh weh, kommen wir jetzt dazu. Sieh mal, ich weiß, dass die Leute sich anfreunden, wenn sie gemeinsam in einem Lager leben. Aber ich eigne mich nicht als Freundin. Ich täusche dich ungern. Aber so ist das nun einmal. I can promise you, I'll stay loyal to your cause for as long as you'll have me. But I can't promise that we'll share anything more intimate than a stiff drink when all this is over. Deal? Ich kann dir versprechen, dass ich deiner Sache gegenüber loyal bleiben werde, solange du mich haben willst. Ich kann dir doch nicht versprechen, dass wir etwas Intimeres miteinander teilen werden, als einen ordentlichen Schnaps, wenn alles vorbei ist. Einverstanden? Jo. Zurück zu meinen anderen Fragen. Hat einer von euch bemerkt, dass ihr zusammen besonders gut kämpft? The thought has crossed my mind from time to time. During the many battles of the conquest, we found ourselves standing back to back with enemies on all sides on more than one occasion. Der Gedanke ist mir aber zu den Sinn gekommen. Während der vielen Schlachten der Eroberung kämpften wir mehr als einmal Rücken an Rücken auf allen Seiten vom Feind umgeben. The big guy here is as useless as an empty scabbard without his phalanx to keep him alive, but I move fast enough to compensate for it. And it's nice having a living wall of rusted iron I can use for cover. Der große Kerl ist so nutzlos wie eine leere Schwertscheide, wenn seine Phalanx nicht da ist, um ihn zu schützen. Ich aber bin schnell genug, um das zu kompensieren. Außerdem ist es ganz nett, eine lebende Wand aus verrostetem Eisen zu haben, die ich als Deckung benutzen kann. Glaubst du, dass das in eurem gemeinsamen Erbe liegt? If you want to attach some arcane meaning to the whole thing, be my guest. I couldn't tell you for sure. I doubt that a capable tactician could explain why certain soldiers learn to rely on each other. Wenn du der ganzen Sache noch etwas arkane Bedeutung hinzufügen willst, dann tu dir keinen Zwang an. Ich kann es dir nicht sicher sagen. Ich bezweifle, dass ein fähiger Taktiker klären könnte, warum bestimmte Soldaten lernen, sich aufeinander zu verlassen. In the disfavored ranks, the Oathbound seem to know more about synchronizing their efforts. And the same could be argued for the Scarlet Furies. I don't know how they pair up their units. But it isn't by virtue of blood. In den geschmähten Truppen scheinen die Eidgebote mehr von der Abstimmung ihrer Bemühungen zu verstehen, und dasselbe könnte man auch von den scharlachroten Wütern behaupten. Ich weiß zwar nicht, wie es ihre Einheiten zusammenstellen, aber nach der Blutlinie geht es bestimmt nicht. Wie ist das deiner Meinung nach möglich? I would suggest that our fighting styles complement each other, but they do not. I would suggest that we get along. We do not. We don't even finish each other's Ich würde ja behaupten, dass unsere Kampfstile, ja, das kennen wir alles. Sentences. Okay, that was strange. Did you hear that? The next time I catch a whiff of Barrack's meaning, I'm keeping my mouth shut. Genug davon, lass uns losziehen. So. Das heißt, mit Lyra sind wir jetzt auch fertig. Wir müssen noch mit den beiden mal reden und mit Ebb. War nicht. Aber jetzt erstmal wieder zur Weltkarte. Ich denke mal, ich reise jetzt als nächstes in die Trapperkreuzung und hole mir die Nebenqueste. Bevor ich zu der Bresche in den Altbau gehe, die mich zu dem Turm hier führt. Da haben wir doch einen Turm. Naja, ich muss nur den Altbauern folgen, dann finde ich die Türme schon. Da haben wir einen, da haben wir einen. Da ist Nevat. Da ist Graven Ash. Da ist Tudon. Mit vielen Totenschädeln. Und hier drüben ist ein Altmauerturm, ja. Der ist der einzige Turm übrigens, der nicht direkt an den Altmauern steht. Du stehst in den Altmauern, du stehst in den Altmauern, du stehst etwas daneben und du stehst in den Altmauern. Also es gibt insgesamt 5 Türme, wenn ich das richtig sehe. Und ich glaube, den hier erobern wir jetzt dann als nächstes. Jetzt haben wir erstmal zur Trapperkreuzung.